Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Ich stehe immer noch hier bei der Truhe und bin im Endeffekt jetzt offscreen ein bisschen auf der Suche nach einem Schlüssel gewesen und habe natürlich nichts gefunden. Beziehungsweise ich habe da hinten irgendwo, wo man es gerade nicht sieht, glaube ich, da in 66 Meter Entfernung, einen Schlüssel markiert. Ich habe keine Ahnung, ob es der richtige ist. Aber auf dem Weg ist mir aufgefallen, hier ist auch noch ein Schloss an der Tür und das können wir entriegeln. Scheinbar war der eine Schlüssel, den wir gefunden haben, hierfür. Also war es wenigstens nicht komplett umsonst. Wir bekommen wenigstens 18 Leder. Hier noch ein bisschen Gedöns, noch mehr Gedöns. Wundervoll. Und können das hier entriegeln. Hallo. Na, und ich weiß nicht, ob man es hört. Ich hoffe, man hört es nicht. Irgendwas ist gerade bei mir draußen vor der Tür los. Irgendwelche Trommelschläge. Es klingt, als wäre hier irgendwo gerade irgendein Umzug. Ich habe offen gestanden keinen Plan, was da los ist. Ich hoffe einfach, man hört es nicht. Und ich entschuldige mich schon mal, falls ich irgendwann irritiert wirken sollte. Aber das ist irgendwie irritierend, dass da draußen irgendwelche Wesen sehr laut trommeln. Aber gut. So, da ist der Schlüssel. Da hinten ist der Schlüssel. Hier unten ist der Schlüssel. Ach, klasse. Da kommt doch. Da komme ich ja nie ran. Ach so. Nein. Der hat Wachen um sich rum? Der hat eine Wache um sich rum. Das könnte eventuell bedeuten. Was? Oh, scheiße, die haben mich gesehen. Ja, hoppala. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich will den Schlüssel. Buh. Mann. Den Schlüssel hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, wann. Vielleicht dann, wenn sich alle wieder ein bisschen beruhigt haben. Ich nicht mehr gesucht werde. Kann ich den Kollegen nicht auch einfach töten eigentlich? Eigentlich müsste ich den doch auch einfach töten können, oder? Und dann kriege ich den Schlüssel eh. Nein. Schäm dich, du verbrecherischer Hund! Der lebt noch! Wache, er ist hier. Jetzt lebt er nicht mehr. Hey, holt die Wachen! Sperrt diesen Mann ein! Ja, okay. Er ist ein Verbrecher! Zivile Sachen. Du wagst es dich auf der Straße zu zeigen. Naja. Wachen! Er ist hier! Jaha, ich will den Schlüssel haben. Mehr nicht. So schwer kann es Wache, doch nicht sein. Holt diesen Müll von der Straße! Hier! Ich bin nicht auf der Straße, ich bin auf einem Hausdach. Und offensichtlich der Gesetzlose, er ist hier. Bin ich nicht. Die Stadtwache kann sich aber auch nur kümmern, wenn sie mich findet. Was sie jetzt hat. Aber ich wollte nur deinen Schlüssel haben. Truhenschlüssel. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das waren Truhenschlüssel. So ein Mist. Tonschlüssel heißt, das ist nicht der richtige Schlüssel. So viel Aufruhr wieder. Und das für nichts. Kacke. So. Hi, na? Hier ist niemand, ne? Hier bin ich sicher. Gut. Erstmal. Falls sie mich hier finden, dann sollen sie es machen. Dann schmeiße ich sie einfach alle runter. Die wissen ernsthaft, wo ich bin. Da bist du ja. So. So weit, so gut. Tonschlüssel. Vier Märkte. Das ist sehr schön. Das heißt, irgendwo kann ich eine Truhe öffnen. Ah! Nein, 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 nein. Aua. Der hat mich... Was ist das denn für einer? So einer ist das.
Scheiße. Wisst ihr was? Ach nee, gegen den hat man eh keine Chance. Ich erinnere mich. Gegen die hat man überhaupt keine Chance. Da bin ich wohl gestorben. Ups, den Schlüssel haben wir, glaube ich, trotzdem, hoffe ich. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja eh der Falsche. Unangenehm. Natürlich, wir sitzen hier. Rotze. Wo ist denn hier ein Plakat, das ich mal abreißen kann? Da unten ist eins. Wahrscheinlich da unten, wo sie alle sind und mich suchen. Finde ich gar nicht so gut. Finde ich wirklich gar nicht mal so gut. Der sucht mich da auf jeden Fall. Okay, ist hier sonst noch einer da auf der Ecke? Da sind zwei. Die sehen mich gleich auf jeden Fall. Aber das ist es mir wert. Oh, vielleicht sehen die mich doch nicht. Vielleicht sehen die mich doch nicht. So. Okay, so weit, so gut. Das haben wir weg. Jetzt möchte ich aber ganz gerne noch weitere Plakate finden und wegmachen. Ich muss nicht unbedingt gesucht werden. Wirklich nicht. Nicht von diesen Bösis. Wir können uns ja langsam mal hier auf dem Weg Richtung Quest machen. Irgendwann kriegen wir diese Truhe. Da bin ich von überzeugt. Hoffe ich. Ich weiß nur nicht wann. Oh, eine Katze. Niemand wird jemanden töten, der gerade eine schwarze Katze streichelt. Oh, so süß. Okay. Weiter im Text. Na, na, na. Wir bleiben einfach mal hier oben. Da ist ein Plakat. Da ist eine Wache. Hallo? Basim? Möchtest du? Nein. Okay. Stimmt. Da hängt Stoff. Da kann man nicht, ich weiß auch nicht. Aber okay. Von mir aus. Lalalala. Lieber verborgen bleiben. So, das einmal da. Und dann haben wir da hinten noch irgendwo was. Das ist auch gut. Dann haben wir gleich unsere Plakate alle abgerissen. Soweit. Plakate abgerissen. Soweit. Ach, hier. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in Richtung unserer Queste. Mal schauen, was wir auf dem Weg noch finden. Hallo. Außer, also sowas hier zum Beispiel. Immer schön. Bringt zwar nicht super viel, aber wenigstens etwas. Und das ist ja schon manchmal mehr, als man möchte. Okay. Gleich sind wir auch am Zielort angekommen. Hier sind wir schon in einem Sperrgebiet. Ach so, nee, sind wir nicht. Wir sind, die Mauer ist das Sperrgebiet. Aber gleich sind wir da im Hause der guten Sacha, wie auch immer man sie ausspricht. Ich bin immer versucht, Sarah zu sagen. Aber, naja, so spricht man sie ja auch nicht aus. Oh. Ja, was soll's. Da haben wir keinerlei Fallschaden bekommen. Warum stehen da... Warum kann ich da... Nein, ich werde die Dinger jetzt nicht bis zur Truhe tragen. Aber irgendwo hier kann ich die ja hinschmeißen, oder?
Die sind immer nur da, wenn du sie irgendwo hinschmeißen kannst. Das weiß ich ganz genau. Die Frage ist, wo? Wo können wir die hinwerfen, diese guten Krüge? Hier vielleicht? Hallo? Ich sage zu diesem Sprung jetzt einfach mal nichts. Geh woanders hin. Bitte! So hilft mir doch jemand! Sollen wir etwas für dich spielen? Da sind gemeine Menschies. Und ich sehe hier so spontan tatsächlich keine Wand, die ich einreißen kann. Wahrscheinlich irgendwo da hinten auf der Brücke, auf die wir eh nicht drauf dürfen. Wäre so meine Vermutung. So. Wir lassen den jetzt erstmal sein, den lieben Menschen da, weil ich krieg eh wieder sonst auf die Nase. Okay, hier ist niemand, das ist super. Das ist Sahras Anwesen. Es ist niemand da. Es ist die Gelegenheit, es zu durchsuchen. Es ist niemand da? Vielleicht ist niemand da, weil ich die schon alle platt gemacht habe. Ich erinnere mich. Ich war hier schon mal. Hier war nämlich auch meine Ausrüstungstruhe, die mittlerweile leer ist. Ja. So, die Frage ist natürlich, wo Hinweise sein könnten. Und ich glaube, wenn, dann hier. Hier ist eine Tür, in die wir nicht reinkommen. Tür verschlossen. Komisch. Warum sollte es auch einfach mal einfach sein und man irgendwo reinkommen können? Tür verriegelt, ach Leute. Macht doch sowas nicht mit mir. Die Tür ist sicherlich auch ver... Klar, die ist nicht verriegelt. Wie kommen wir denn da rein, wo ich da gerade was gesehen habe, was man eventuell lesen könnte, was uns eventuell weiterbringen würde? Hier oben vielleicht irgendwie? Das hilft mir jetzt nicht. Da betet jemand. Auch sehr schön. Okay, nö, hier ist kein Weg, irgendeine Tür zu öffnen. Und ich bin der Meinung, auch jetzt gerade kein Schloss vor der Tür gesehen zu haben. Sprich, auch mit einem Schlüssel kommen wir hier leider nicht weiter. Okay. Aber wo ist hier denn was? Wo könnte hier denn etwas sein, was es sich zu finden lohnen würde? Hier ist ein Balkon, da können wir rein. Ein Bücherregal, das wir bewegen können. Okay, aber hier ist auch wieder nur eine Truhe, die wir plündern können. Was wir natürlich tun, gar keine Frage. Das Fenster ist jetzt auch offen. Sehr schön. Aber ansonsten ist hier auch nichts von Bedeutung. Da ist eine Übungspuppe. Okay. Da sind Feuerfässer. Auch okay. Da ist... Was ist das? Liegt da einfach ein Brief? Da liegt ein Brief. Oh, das wollte ich nicht. Hallo. Ich wollte eigentlich hier hoch mal gucken, was da so liegt, was man da lesen kann. Sahra könnte jeden Augenblick zurückkommen. Gelehrte Sahra, wir haben die kontroversen Bücher und Schriftrollen von deiner Liste beschlagnahmt. Bitte komme, wenn du Zeit hast, vor ihrer Entsorgung vorbei, um sie anzusehen. Okay, ja, soweit so gut. Hilft mir soweit trotzdem nicht weiter. Ich muss hier ja irgendwo rein, irgendwie.
Ja, gut. Die Dinger helfen mir überhaupt nicht weiter. Die Feuerdinger. Hier war ich schon. Im Anwesen der Gelehrten könnten sich Hinweise auf den Orden finden. Die Gelehrte ist derzeit nicht zu Hause. Hier oben, da kommen wir rein. Hier kommen wir rein. Na also. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas vielleicht? Da können wir uns verstecken. Das ist schön und gut. Hier haben wir einen Brief. Eine bescheidene Bitte, Sacha. Wie ich höre, steht das unbezahlbare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, um seine Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt von meiner Suche nach den Spuren jener, die von uns kamen, und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführe. Sobald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gern zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglicher Gefahr schützen. El-Hul. Der, den wir schon umgebracht haben. Das beweist zumindest, dass sie dazugehört. Eigentlich. Oh, und hier Sache haben wir was. Mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Genau wie jemand namens Arabisu. Belastender Brief. Sadik, der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten und das Versprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg zurück in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Arabisu. Okay. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Zahra wird gleich zurück sein. Ah. Dann gehen wir mal nach oben. Nach oben. Welches oben meinten der? Das oben meinte. Okay. Wieso schleiche ich eigentlich? Es ist eh keiner hier. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Vielleicht schalten wir gleich das zweite Ordensmitglied aus. Das wäre dann schneller, als ich gedacht hätte. Okay, da, warten. Diener, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Legt dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Okay, ich nehme mal an, wir müssen sie ausschalten. Mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Die Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Shaida. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Wie du wünschst, Shaida. Okay. Ich habe leider keinerlei... Hilfsmittel. Das Wort habe ich gesucht. Hilfsmittel. So. Ich kann also nicht einfach mal da nach unten hüpfen und sagen, hey, yo, guck mal, was ich kann.
Ich kann aber wenigstens ein einziges Mal R3 drücken. Was mir überhaupt nichts bringt. So eine Mist. Na gut. Okay. Nein. Okay, ich renne jetzt. Ich finde das so witzig, dass die immer alle so weit nach vorne preschen können. Wenn ich ehrlich bin. Finde ich ein bisschen doof. So, kommt doch alle hoch. Einer nach dem anderen. Wie wäre das? Dann werden wir alle gute Freunde werden. Vielleicht auch nicht. Ich würde mich gerne irgendwo verstecken. Zum Beispiel hier hinten im Gebüsch. Okay, da haben sie mich zuletzt gesehen. So, Mist. Ich dachte, ich hätte das Glück. Okay, Nummer 1. Nummer 2. So. Ich bleibe jetzt... Okay, jetzt suchen sie mich wieder. Ich glaube, jetzt funktionieren Attentate wieder. Zum Beispiel. An dem da. Und an dem... Nicht an dem da. So, an dem da. Ich finde es ja nett, dass sie alle einer nach dem anderen zu mir kommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist voll süß. Ich stelle mich jetzt einfach hier in die Ecke. Du Mistkerl. So. Ich bin kein Hasenfuß. So. Das funktioniert jetzt irgendwie nicht so assassinmäßig, wenn ich ehrlich bin. Okay. Noch einer. Mist. Komm jetzt, Junge. So. So weit, so gut, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch welche sind und wie viele da noch sind. Aber allzu viele dürfen es nicht mehr sein. Ich glaube, viele habe ich jetzt schon gekriegt. Hey, da kommen welche. Kann es sein, dass es dicke sind? Ja, das sind dicke. Zwei dicke. Dicke finde ich nicht gut. Also, dicke Gegner. Die da, die Bösen. Weil gegen die zu kämpfen ist richtig ätzend. Und die blöde Trolla ist natürlich da hinten, wo die Dicken sind. Okay. Die sehen mich zumindest gerade nicht mehr, das ist gut. Die finden mich natürlich instant wieder, wenn ich mich zeige, das ist ganz klar. Was heißt, ich sollte mich jetzt erstmal nicht zeigen. Habe ich die Möglichkeit, eine Dicken wegzumachen? Ja. Was tust du da? So, der ist weg. So weit, so gut. Ich will diese blöde Trolla wegkriegen. Einfach auf sie drauf springen und zack, Messer durch. So zum Beispiel, einfach nur so. Zahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen.
Nur gut, dass Hunain nicht ein Wort übersetzt hat. Was ist denn? So. Zahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zu bringen. Nur gut, dass Hunain nicht ein Wort übersetzen konnte. So, verlasse das Anwesen, das habe ich getan. Ich sollte hier nach weiteren Hinweisen suchen. Zwei Fertigkeitenpunkte bekommen, das ist sehr, sehr gut. Da ist noch ein Plakat, das ist noch viel besser. Ich muss die loswerden. Dann sind wir die nämlich los, wie er so schön sagt. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir denn noch hier? Haben wir hier überhaupt noch was Gutes? Anwesende Gelehrten, ja, das ist alles schön und gut. Hier irgendwo ist noch ein Artefakt. Hier ist noch was zu lesen. Da ist noch diese gottverfluchte Truhe. Die letzte wohlgemerkt. Nee, nicht die letzte. Die vorletzte wohlgemerkt, die wir hier noch haben. Ja, genau. Die Geschichte fehlt uns auch noch, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie wir die genau machen sollen, weil ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Dinge sind. Hier ist noch eine historische Stätte, von denen auch nicht mehr so viele da sind. Und irgendwo ist hier auch noch ein Rätsel. Okay, schön. Wir können ja mal schauen, ob wir eventuell, nee, Nachforschungen war das, eine Nebenquest machen können. Da, Aufträge. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Hier, der Waffenhändler ist relativ in der Nähe. Ein mit den Rebellen verbündeter Waffenhändler ist auf der Flucht vor der Obrigkeit. Bringe ihn in Sicherheit. Dann machen wir doch das einfach mal. Machen wir doch einfach das. Das hier ist, glaube ich, immer noch eine Brücke, über die wir nicht drüber dürfen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Dann, wo lebt denn der? Hier in der runden Stadt ist der. Und da habe ich erst hier diesen Aussichtspunkt. Das heißt, wir müssen quasi einmal hier rumlaufen. Na gut. Schauen wir uns mal ein neues Gebiet wieder an. Oder was heißt ein neues? Eins, in dem wir zwar schon waren, aber noch nicht so viel gemacht haben. Mal sehen, was wir da alles finden. Es gibt ja eh immer an jeder Ecke irgendwas. Und das heißt, ich laufe wahrscheinlich in Richtung der Quest, so im Zickzack. So, oh, hier ist was, oh, hier ist was, oh, da ist was. Ja. Man kennt es. Oh, hier ist eine Scherbe, zum Beispiel. Ich habe immer noch keine, natürlich habe ich keine Wurfmesser, aber das macht uns nichts. Hier ist nämlich ein Händler. Und ja, dieser Händler wird uns jetzt von Adiab Wurfmesser verkaufen. Händler, wo bist du? Aber bald darauf haben wir es gesehen. Da ist der Gute. Hallo. Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Zeige mir was deine Waren. Hier gibt es viel zu stöbern. So, erstmal verkaufen wir einen Plunder, was jetzt nicht so super viel war. Und wir machen schnell auffüllen, was sehr schön ist. Perfekt. Ist das dann alles? Yep, das ist alles. Vielen Dank. Und ich mittlerweile haben wir auch mal ein paar Händlermünzen. Die spare ich mir aber auf, ehrlich gesagt. Für diese Truhen, die wir nur damit entsperren können. So, dann, weil wir wissen, von oben klappt es am besten. Ab auf ein Dach. Ab auf ein Dach. Ab auf ein Dach. Basim, danke. Okay. Und da unten ist die Person. Nicht die Person. Die Person. Das war nicht erfolgreich. So ein Mist. Was bewegt er sich auch? Was wagt er es? Oh, ich habe die Wache erwischt. Na gut. Noch eine Scherbe. So. Dann halt so. Und eigentlich dürfte mich jetzt ja auch keiner gesehen haben, weil
Ich war es ja schließlich nicht. So, dann einmal in Richtung der Nebenquest. Die möchte ich ganz gerne noch machen, damit wir immer mal wieder so ein bisschen was abschließen können. Neben dem Sammeln, was ja manchmal auch tatsächlich etwas länger dauert als erwartet. Insbesondere gerade diese Ausrüstungstruhen, die manchmal echt gemein versteckt sind. Oder auch einfach nur so versteckt sind, dass ich es einfach nicht hinkriege im ersten Schritt. Aber mein Gott, das macht sowas ja wirklich auch ein bisschen aus. Auch wenn es manchmal etwas frustrierend ist, wenn man im Endeffekt weiß, wie es funktioniert. Es aber halt an der Umsetzung dann etwas hapert. So, und ich glaube, da rein dürfen wir nicht. Scheinbar ist das so. Hier ist noch eine Ausrüstung. Nein. Theoretisch ist da eine Ausrüstungstruhe. Praktisch gesehen machen wir es aber so. Wir nehmen auf jeden Fall hier den Aussichtsturm einmal mit. Das machen wir, weil ich stehe sehr auf Schnellreisepunkte. Und deswegen, die müssen natürlich sein. Auch um besondere Sachen halt zu sehen. Zu finden. Hey, da war ein Wurfmesser. Basim, gehst du bitte hoch? Er will nicht hochgehen. Ich hasse es, wenn er nicht hochgehen will. Hier will er aber hochgehen. Das sehe ich doch, dass er das hier will. Ja, siehst du wohl. Das ist doch gar nicht so schwer, das Klettern. Manchmal. Dann schauen wir uns doch mal hier den Teil der Stadt an und ist der schön grün. Ich liebe es, wenn in irgendwelchen Städten grün ist. Und zwar viel grün. Das ist immer so schön. Vor allem da hinten, hier so, da ist irgendwie so eine kleine Art Park. Gewässer, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr hübsch. So. Die Ausrüstungstruhe lassen wir, wie gesagt, aber erstmal Ausrüstungstruhe sein. Auch wenn es mich etwas schmerzt. Aber ich würde gerne einfach in Richtung hier der Quest laufen. Ich habe was gefunden. Ich weiß nicht was, aber ich habe was gefunden. Unter anderem eine Ausrüstungstruhe. Da oben. Das ist kein sicherer Ort für uns. Da bin ich mir sicher. Wieso seht ihr? Nein, ich hol die nicht. Ich hol die jetzt nicht. Wirklich nicht. Du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Ich breche jetzt nicht in der Polizeistation ein. Das machen wir wann anders. Aber wir lernen natürlich erstmal was. Die Schurta. In modernem Arabisch entspricht der Begriff Schurta dem Wort Polizei, doch in der abbasidischen Epoche hatte die Schurta nichts mit ihrem modernen Gegenstück gemein. Als Institution lässt sie sich bis in die Zeit der Umayyaden zurückverfolgen und lässt sich am besten als eine Art Nachtwache verstehen, welche mit Laternen wie dieser in den Städten des Reiches patrouillierten. Ihre Anwesenheit unterstrich den Willen des Kalifen, für die Sicherheit städtischer Zentren zu sorgen. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts wurde die Rolle der Schurta bedeutender, da sie zum ausführenden Arm des Kalifen wurden. Ihre Angehörigen wurden zu den Elitehenkern jener Epoche und waren dafür zuständig, Todesstrafen auszuführen und jeglichen Aufruhr zu unterdrücken. Die Schurta wurde vom Sahib Bashurta geleitet, einem Mann, dessen Macht ähnlich der des Mutasib, des Marktinspektors oder Kadi, Richters war. Dieser Posten war insbesondere im 7. und 8. Jahrhundert unter der Herrschaft der Umayyaden-Dynastie von großer Bedeutung. Als die Bürokratie des Abbasidenreiches sich jedoch ausweitete und den Zentralstaat an immer weiter entfernte Orte brachte, fielen nach und nach immer mehr Aufgaben, für die ursprünglich die Schurta zuständig gewesen wäre, an die Armee. Im 11. Jahrhundert schließlich war die Schurta nicht mehr die Leibwache, Henkerschar und Unterdrückungstruppe, die sie einst gewesen war. Tschüss. War ja klar, dass da wieder irgendwas drin versteckt ist. Aber, okay. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Symbol? Wieso finde ich denn jetzt ein neues Symbol? Ich will doch eigentlich nur noch diese Nebenquest machen und dann die ohnehin schon längere Folge schließen. Also beenden. Ach Mann. Okay, zeige mir das Symbol. Was ist das? Ich möchte es wissen.
Es ist weiter unten. Basti. Ey, dieser Kerl macht mich fertig. Der macht mich wirklich fertig. Ich weiß nicht, dieses Klettern geht mir manchmal auf den Senkel. Okay, ja, hier ist das Gebiet finden. Wo denn? Hier geht's. Da, okay. Schön. Und wo ist jetzt das Symbol, das ich gerade... Da war ein Symbol. Da. 18 Meter. Ach, da. Wer bist du und was kannst du? Und warum bist du, wer du bist? Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen. Ach so, das ist ein Gelehrter, der Waren hat. Du wirst fasziniert sein, ganz sicher. Dienstleistungen des Kartenmachers. Ach so. In ganz Bagdad können verborgene Schätze gefunden werden, wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Ein Kartenmacher gibt dir im Tausch gegen eine Leermünze die Koordinaten zum Schatz. Dürstet es dich nach alten Sagen, Mythen und Mysterien? Ach so. Das war's für heute. Nee, das machen wir nicht. Ich muss aufbrechen. Dann auf bald. Das machen wir nicht. Nee. Zumindest nicht jetzt. Vielleicht, wenn wir am Ende des Spiels irgendwann feststellen, oh Gott, uns fehlt noch was, dann greifen wir darauf vielleicht zurück, anstatt Google zu fragen. Aber so erstmal nicht. Dafür sind wir noch nicht weit genug fortgeschritten. So, und hier ist unser Auftraggeber. Guten Moin. Beshi schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl? Na schön. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Aber lass dir gesagt sein, ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu erdolchen. Nee, das ist auch gar nicht unser Plan. Unser Plan, ihn zu erdolchen. Vorzugsweise von dir. Okay, da sind zwei Bösewichte. Zwei Bösewichte. Hallo. Du bist ein Bösewicht. Wir machen das mal so, dass wir nicht von irgendwelchen Zivilisten gesehen werden im Idealfall. Natürlich wurden wir gesehen. Ich habe niemanden ermordet. Oh mein Gott, nein. Ach so. Ach, der gehört auch zu denen, die wir töten müssen. Ungünstig. Na gut, dann, ich mach das mal. Ich kümmere mich da mal drum. So. Was denn? Du hast mich gar nicht gesehen. Also, ein Wunder eigentlich, dass er mich nicht gesehen hat. Aber okay. Wir nehmen das mal hin. Mal gucken, vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch ein Plakat, das wir abreißen können. Hey, da ist eine Scherbe, die da läuft. Mist. Egal, die kriegen wir auch noch alle. Da bin ich mir sicher. Ah, da ist ein Plakat. Die suchen also nach mir. Jetzt sucht niemand mehr nach dir. Vorn gibt es Ärger. Ach Gott, da muss ich jetzt auch noch durch. Wie stelle ich denn das jetzt am schlausten an, ohne entdeckt zu werden? Ich glaube, das geht gar nicht, ohne entdeckt zu werden. Okay. Eins. Nein, Moment, das geht ohne entdeckt zu werden. Nicht das, nicht das. So.
Hier oben ist noch irgendwo ein Rätsel. Wir wurden natürlich entdeckt. Oh, da steht noch jemand. Hallo. Tschüss. Oh, so ein Dicker, glaube ich. Oh, Truhe plündern. Truhe plündern. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Da ist noch mehr zum Einsammeln. Sammel das ein, Basim. Danke. Okay, wo ist noch jemand? Nur noch der da vorne. Sag mir nicht, das sind Hunde. Sag mir nicht, ich muss auch noch Hunde töten. Muss ich scheinbar nicht. Der Weg ist frei. Ich weiß, das war unklug. Aber mein Gott. Wir werden es hoffentlich überleben. Erstmal. Sollte er sich hier mal dazu entscheiden, ein bisschen schneller zu sein. Und vor allem mal am Ziel angekommen. Kollege, bist du zu Hause? Kennst du die Aufständischen schon lange? Lang genug, um an ihre Sache zu glauben. Ja, das ist schön und gut. Oh, da ist ein Plakat. Hast du das gezeichnet? Okay, säubere die Umgebung, finde ich in Ordnung. Ich säubere erstmal das Plakat. Ich falle besser nicht auf. So. Ein Ding weniger ist immer noch besser als kein Ding weniger. Zu bewältigen. Vorzugsweise von dir. Okay. Da ist einer, da sind zwei. Den einen kriegen wir natürlich hier hin. Also in Busch. Das dürfte nicht das Thema sein. Hoffe ich. Dass das immer irgendwer sehen muss, ne? Ansonsten, wir machen einfach hier eins, zwei, drei. Jo. Oder? Wozu haben wir es denn, wenn wir es nicht nutzen? Oh nö. Ach, schlechter Moment. Sehr schlechter Moment. Okay, ich brauche einmal da dieses Plakat. Geht weg, ich bin das nicht. Am besten bleibe ich im Schatten. Wo alles in der Welt willst du hin? Gut. Oh! Du bist und bleibst ein Verbrecher! Leide! Nicht herum, Strohmann. Bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg, bitte geh weg. Ich hasse es, wenn sie davon kommen. Ich hasse es auch, wenn du da bist. Okay. Gott sei Dank ist er in die andere Richtung gegangen. Dann sind wir sicher. Ach ja. Du hast meinen Dank und mein Vertrauen. Gern geschehen. Ein schöner Abschluss. Oh, wir haben es geschafft. Das freut mich doch sehr. Ruf mal jemand die Wache. Keiner ruft hier irgendwo die Wache. So, wir... Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber wenn wir schon so nah hier dran stehen, an einem Flugpunkt, dann möchte ich den noch einmal schnell... Erkennen auch. Entdecken! Da ist ein Bösewicht. Also, ich bin der Bösewicht. Die sehen mich alle gar nicht. Die haben mich alle lieb. Richtig? Ich finde, ja. So, da oben ist der Flugpunkt. Dann machen wir den doch einmal schnell. Einmal schnell nach da oben. Einmal synchronisieren. Und dann haben wir... doch noch ein relativ erfolgreiches Ende für diese Folge gefunden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!